schon vorwiegend selber gekocht, aber ich habe auch Gläschen gekauft. Also ich habe zum Beispiel für abends gerne Getreide gekocht und dann was von Obstbrei aus dem Glas mit reingemischt. Oder ich habe auch von Claires Kinderärztin damals den Tipp bekommen, dass man für Kinder, die gar kein Gemüse essen wollen, ganz gut ein Obstgläschen nehmen kann und einen kleineren Anteil von einem Gemüsegläschen mit einrühren kann. Und das hat auf jeden Fall echt ganz gut geklappt. Das habe ich dann auch manchmal variiert, dass ich dann was ins Obstgläschen getan habe, was ich selbst an Gemüse gekocht hatte oder andersrum. Also ich habe eigentlich da auch so eine Mischform von gekauft und selbstgemacht angewandt. Oder ja, bei denen habe ich auch für unterwegs auch mal ein Obstglas mitgenommen. Ich bin definitiv Fraktion Brei kochen. Dadurch ist natürlich auch die Idee zu meinem Blog entstanden. Ich hatte einfach von Anfang an richtig Lust, Flynn das Beste mitzugeben. Ich selber ernähre mich gesund und achte darauf, was ich esse, woher die Lebensmittel kommen. Und klar, beim Kind hört das erst recht nicht auf. Also dem wollte ich einfach alles geben, was ich ihm nur geben kann. Und dazu gehörte für mich einfach, dass er frisches, tolles, saisonales Essen bekommt. Definitiv Brei selber kochen. Auch wenn Noah jetzt kein Breikind war, aber ich bin grundsätzlich ein Fan davon, Dinge selber zu machen, so weit man sie halt auch selbst herstellen kann. Und von daher definitiv Brei selber kochen. Zum ersten Mal haben wir heute mal ausprobiert, ich bin zum nächsten Markt gegangen, haben das frischeste Gemüse gekauft, haben uns zu Hause hingestellt, geschnibbelt und gemanscht und püriert und ja, und beim zweiten Mal ist einfach ein kleines bisschen weniger Zeit da und deswegen greifen wir gerne zum Gläschen zurück, was ich auch vollkommen wollte. Ja, ich habe immer was mitgenommen. Ich habe entweder Banane oder ein Obstglas oder so gegarte Gemüsesticks, zum Beispiel so Karottensticks mitgenommen, die weich genug zum Mümmeln waren. Und ich mache das bis heute. Ich nehme bis heute immer Snacks mit, ich nehme immer Obst mit, ich nehme immer Rohkost mit und fahre damit auf jeden Fall gut, damit man nicht so viel Blödsinn kaufen muss unterwegs. Ich bin definitiv Fraktion Sachen für unterwegs mitnehmen. Ich finde super gut, immer irgendwie einen Snack zu haben. Ich habe heute, ich selber habe meine Handtasche immer irgendwie ein paar Nüsse oder einen Riegel oder einen kleinen Snack für unterwegs, finde ich super praktisch. Und das war ich, als Flynn klein war, noch viel mehr als heute. Also wir haben immer Riesentaschen, links eine, rechts eine, am besten noch einen Rucksack hinten drauf mit Wechselwäsche und was man nicht alles sowieso ja mitnehmen musste. Und dazwischen waren immer reichlich Snacks und ich habe auch zu der Beikostzeit immer eine Mahlzeit dann für Flynn dabei gehabt, damit ich nicht irgendwie unterwegs los musste, um ein Gläschen zu kaufen. Klar ist mir das auch mal passiert und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber ich habe doch immer versucht, alles dabei zu haben. Also grundsätzlich habe ich immer alles mitgenommen von zu Hause. Das hat zwar etwas Planung bedurft, aber da ist man nach einer Zeit sowieso drin gewesen. Also es gab bei uns immer frisch geschnittenes Obst. Er hatte da so eine kleine Box, dann waren noch kleine Cracker drin und was zu trinken war immer dabei. Als er ein bisschen älter war, dann auch frisch gebackenes Brot. Und das Einzige, was ich wirklich mal gekauft habe, das waren so kleine Dinkelcracker oder so diese Mais- und Reiswaffeln oder diese kleinen Fruchtquetsches. Also die gab es zwar jetzt auch nicht täglich, aber wenn wir unterwegs waren, die Quetsches, die habe ich schon mal total gerne getrunken. Ich packe Gläschen ein, Löffelchen ein, Hirsekringel ein und für die Große natürlich immer die Snackbox. Also am Essen mangelt es uns nie. Bei Claire war ich damals gar nicht gut informiert, habe so ein bisschen was über Brei-Einführung gewusst, aber von BLW habe ich noch gar nichts gewusst. Da habe ich mich dann erst eher eingelesen, wie ich aus dieser ja, festgefahrenen Essensverweigerungssituation rauskommen konnte mit ihr. Und es war auf jeden Fall super gut, dass ich mich da eingelesen habe. Und bei Emilien habe ich inzwischen ja auch schon meinen Beruf gewechselt gehabt und meine Bücher geschrieben gehabt. Also da war ich definitiv informiert
und wusste auch, was DLW ist und habe dann aber schon auch noch recherchiert, um so ein paar Ideen zu bekommen, was ich ihnen so in die Hand geben kann zum Mümmeln, was, und habe auch anderen Mami-Blogs geschaut oder gegoogelt. Ich habe mich hauptsächlich über Literatur tatsächlich informiert, weil ich, oder weil kann ich gar nicht sagen, ich weiß gar nicht warum, ich habe das Internet recht wenig genutzt, habe viele Bücher gelesen, aber was mir am allermeisten geholfen hat, war der Austausch mit anderen Müttern. Ich war damals zu der Zeit in einer Krabbelgruppe bei Flynn und die Kinder waren alle in einem ähnlichen Alter und ich habe einfach gemerkt, wir haben alle dieselben Probleme, wir machen gerade alle denselben Schmuh durch und der eine macht die Erfahrung, der andere die Erfahrung und wir können irgendwie voneinander lernen. Und das hat mir auch viel Inspiration für meinen Blog damals gegeben und hat mir das Leben so viel leichter gemacht. Ich habe mich immer wahnsinnig auf den Tag gefreut, an dem wir uns getroffen haben, alle zusammen und wieder so ein bisschen unsere Erfahrungen austauschen konnten. Also wenn mich ein Thema interessiert, dann sauge ich dazu echt alles auf. Also ich habe mich wahnsinnig viel belesen. Ich habe in der Bibliothek mir Bücher ausgeliehen und habe da reingeschaut. Und wir haben halt BLW gemacht, dieses Baby-Led Weaning. Und da hatte ich auch bei Facebook eine total tolle und auch aktive Gruppe gefunden. Und das war ein super Austausch zwischen uns Mamis. Man konnte jederzeit immer alles fragen, hinterfragen und hat da tolle Antworten auch draus gezogen. Und natürlich ist es von Kind zu Kind auch immer total unterschiedlich. Das darf man nicht vergessen. Aber da habe ich meinen ganzen Input hergeholt, ja. Ja, also beim ersten Mal überall. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Blogs gelesen. Wir haben in der Pike-Gruppe das rauf und runter diskutiert, bis mein Hirn schon Windungen hatte. Wann stille ich? Wann schläft sie? Wann isst sie? Wie soll ich das eigentlich alles machen? Genau, beim zweiten Mal war das gefühlt alles wieder weg. Wie ging das eigentlich? Ja, und dann hat man zum einen einfach Mamis gefragt, aber wie machst du das eigentlich? Ah ja, okay, so mache ich das auch. Und hey, jetzt haben wir einen eigenen Blog und damals auch was zum Thema Beikost geschrieben. Da haben wir uns unsere eigenen Artikel einfach nochmal durchgelesen. Ja, mein goldener Tipp für Eltern, die ihre Kinder in der Beikostzeit begleiten, ist, sich zu entspannen, die Sache wirklich ohne Druck anzugehen, dem Kind Zeit zu lassen, ein Geschmacksempfinden zu entwickeln, Zeit zu lassen, sich satt machen zu wollen von dem Essen, Zeit zu lassen, überhaupt sein Sättigungsgefühl zu erspüren und den Druck rauszunehmen, dass da jetzt aber was rein soll, weil wir haben ja schon einen Monat sowieso und er müsste doch schon und auch mit dem Vergleichen wirklich aufhören, sowieso in jeder Lebensphase, jeder Altersstufe der Kinder zu empfehlen, nicht nach links und rechts zu schauen und nicht zu vergleichen, wie klappt es bei den anderen. Und die Kinder, die haben sowieso ihren eigenen Kopf. Ich muss sagen, der Rat, der mir mein Leben komplett verändert hat zu der Beikostzeit, war ein Satz von meinem Kinderarzt, der gesagt hat, bitte machen Sie sich keinen Stress. Die Kinder holen sich, was sie brauchen. Und das war so simpel und das hat mir so viel Druck rausgenommen. Die Kinder machen das schon. Der Körper regelt alles und das ist super zu wissen und das gibt ganz viel Ruhe rein. Und wenn man das beherzigt, dann kann die Beikostzeit, glaube ich, auch von Anfang an ganz gut laufen und muss nicht in so einem Stress ausarten, wie ich ihn mir gemacht habe. Sich nicht verrückt zu machen, weil die Kinder zeigen einem schon, was sie mögen und was nicht. Und ich glaube, so grundsätzliche Dinge bekommt man ganz gut auch aus dem Umfeld mit von Mamis. Also zum Beispiel, dass man jetzt nicht so salzlastig kocht oder und sonst locker bleiben und wirklich aufs Bauchgefühl vertrauen. Ja, das wäre so mein goldener Rat. Zwei. Also erstmal nicht stressen. Irgendwann essen alle, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so richtig dolle klappt. Und zum Zweiten,
selber kochen oder nicht selber kochen, entscheidet euch darüber, ob man eine gute Mama ist oder nicht. Also einfach ganz locker bleiben. Hi, ich bin Enkelin. Mach nochmal. Ich hab das mal schon mal.